Ja, okay. Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Vortrag. Volker Mische und mit dem kurzen Titel Neues. Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße auch die Leute im Livestream. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Nach 2 Jahren Vortragspause bin ich wieder zurück mit einem neuen Projekt und das stelle ich jetzt hier vor. Und die, die mich nicht kennen, ich bin der Volker, ich arbeite halt im Geo-Umfeld mit Datenbanken und programmiere primär Rust, Python, JavaScript und Erlangen. Ich bin eben Entwickler und ja, mache eben gerne Open Source und Open Data. Bin natürlich Foskes e.V.-Mitglied und OSGeo Charter-Member. Und ja, aber jetzt zum Thema, also Neues, was ist das Ganze überhaupt? Es ist eben ein Suchindex oder Suchmaschine. Also ich würde es als Suchindex bezeichnen, aber für die Leute, die sich nicht so auskennen, man könnte es auch als Suchmaschine bezeichnen. Das Ganze ist ähnlich wie Lucene, falls es Leuten was sagt. Also Lucene ist die Technologie, die im Prinzip hinter Elasticsearch und Apache Solr steht. Und es spielt sich eben eher auf der Lucene-Ebene ab und nicht jetzt auf der Elasticsearch-Ebene. Aber dazu komme ich dann später noch. Der Input ist einfach JSON, beliebiges JSON, was ich auch will. Und dann wird eben dieser Index aufgebaut auf Text, Zahlen und Geodaten. Und was ich immer überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn man macht eine neue Datenbank und dann kommen die irgendwie mit einer neuen Query-Sprache daher, weil es gibt schon viel zu viele Query-Sprachen. Ich habe mich aber 2 Monate damit beschäftigt, zu schauen, ja, was gibt es denn so? Und leider war dann das Ergebnis natürlich, dass ich eine eigene Query-Sprache mache. Aber zum Glück hatte ich Feedback von vielen verschiedenen Personen und aber immerhin basiert es auf einem Konzept aus den 70er Jahren, das nennt sich Query by Example. Wie man vielleicht weiß, hat sich es gegen SQL nicht durchgesetzt, aber ich halte es trotzdem auch in der heutigen Zeit für eine sehr gute Idee. Und um das jetzt mal irgendwie zu sehen, wie das ausschaut und funktioniert, mache ich ein Demo, das ist so der Hauptanteil des Vortrags. Und da bin ich glücklich, dass wir hier in Bonn sind, weil ich nehme eigentlich immer Daten von dem Ort, an dem ich mich auch befinde bei der Konferenz. Und Bonn hat einen ganz interessanten Datensatz, bei dem ich zwar leider nicht alles zeigen kann, was Neues kann, aber immerhin den Großteil. Und zwar, aber ich fange jetzt erstmal an mit dem ganz einfachen Query. Und zwar, ich will einfach mal alles sehen, was in der Datenbank drin ist. Okay, der Server ist super vorbereitet. Aber was ist denn ein Live-Demo, wenn es funktionieren würde? Das wäre ja irgendwie auch fad. Okay, aber ich habe mein Vortrag ist eigentlich viel zu kurz, deswegen habe ich da jetzt schon kurz Zeit. Moment. Das war wieder klar, dass ich das... Entschuldigung. Wo habe ich's? Das müsste eigentlich laufen. Nee, Moment. So. Gut. Das war's. Ich hätte nicht vorgestern beim Codesplit jemandem das andere zeigen sollen. Ja, genau. So, okay. Wir sind zurück. Was man jetzt sieht, ist jetzt nur irgendwelche komischen Zahlen-Buchstaben-Kombinationen. Aber es liegt daran, dass wenn man Daten einfügt, bekommen die standardmäßig einfach eine beliebige ID zugewiesen. Ich kann auch eine feste vergeben, aber in dem Fall habe ich eine beliebige ID genommen. Und standardmäßig liefert eben einfach nur bei einem einfachen Query einfach die ganzen IDs zurück. Weil wenn ich komplett die ganzen Daten will ich ja selten irgendwie sehen. Dann würde ich ja keine Datenbank dafür nehmen. Wenn ich jetzt aber wirklich sehen will, was da drin ist, und also der Datensatz sind nur 15.000 Elemente, und gleich sehen wir, welcher tolle Datensatz das ist, jetzt liefere ich einfach die ganzen Daten zurück. Und sobald eben meine Anfrage irgendwie Geodaten enthält, zeige ich es auf der Karte. So, und zwar ist es in Bonn super cool, und zwar kann man in Bonn Anliegen melden. Das heißt, ich finde irgendwie ein kaputtes Straßenschild oder irgendwie Scherben auf der Straße oder eine Ampel ist kaputt, dann kann ich da halt einfach das melden. Und das Schöne ist, dass die Leute haben einfach ein Freitextfeld. Das heißt, sie tragen ein, was sie wollen. Und es ist eben manchmal ganz unterhaltsam, so was da so angetragen wird. Und genau. Und jetzt schauen wir mal, was da eben halt so drin ist. Also, hier noch kurz, also das ist eben so dieser Datensatz. Man sieht, ich habe hier eben halt verschiedene Felder.
Und also man sieht ja, es wurde halt irgendwann eingetragen. Ich habe es dann noch konvertiert, dass die Koordinate wirklich GeoJSON ist. Man hat eine Beschreibung und ja, wann es bearbeitet wurde und so weiter. Und wir schauen uns jetzt mal das Service Name-Feld an. Da ist es in dem Fall jetzt ein herrloses Fahrrad. Da gibt es eben verschiedene, also es gibt irgendwie halt 10 Kategorien oder so. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo denn in Bonn so die Graffiti-Sprayer unterwegs sind. Und das Schöne dran ist, also man sieht schon, die Abfragesprache eben Query by Example bedeutet, ich stelle mir vor, wie das Ergebnis ausschauen soll und dann mache ich da einfach nur ein paar Operatoren rein und es funktioniert. Also das ist zum Beispiel was man jetzt sieht, ist im Prinzip valides JSON, also valides JavaScript, aber also man kann die Anführungszeichen auch reinmachen, aber im Prinzip ist es jetzt valides JSON. Und was ich aber will, ich will den Service Name, der gleich Graffiti ist. Das heißt, ich mache einfach davor, ist gleich und dann schauen wir mal, wo es hier Graffitis gibt. Und man sieht schon, also in der Innenstadt von Bonn, also man sieht einfach sofort, auch wenn man Bonn nicht kennt, wo die Innenstadt ist. Und natürlich sieht man hier so die Einfallstraße, so Hauptstraße, ist halt auch, wird halt auch eher relativ viel gesprüht anscheinend. Zumindest gemeldet. So, man kann aber auch, also man hat jetzt hier bei den, oh, war wieder was Gutes, ja. Also man kann jetzt eben in diese Beschreibungen natürlich auch suchen und wie ich ja bereits gesagt habe, es ist eben ein Volltextindex. Also das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel so eine Beschreibung und jetzt der Volltextoperator sieht ein bisschen anders aus, manche kennen ihn von Perl vielleicht. Und ich suche jetzt zum Beispiel alles, wo irgendwas mit, was an Spielplätzen passiert. Also da kann auch einiges sein. Und schauen wir mal. Also hier wurde irgendwas gemeldet mit Spielplätzen. Da gibt es auch teilweise ganz witzige so. Und natürlich ist auch die Frage, also man kann jetzt natürlich auch die Sachen kombinieren. Und zum Beispiel denke ich mir jetzt, ja, gibt es denn irgendwie auch Graffitis an Spielplätzen? Genau, Service Name ist dann Graffiti. Und jetzt schauen wir nach. Ja, also an ein paar Stellen gibt es tatsächlich irgendwie, wo halt irgendwas, wo das Wort Spielplatz und in der Kategorie Graffiti vorkommt. So, natürlich ist es auch so, dass es öfters mal Sachen gibt, die irgendwie Leute als gefährlich einstufen. Und also wenn jetzt irgendwo in der Beschreibung gefährlich vorkommt, ich will quasi sehen, wo sind denn in Bonn die gefährlichen Stellen? So, ist einfach wieder genau. So, ich gebe einfach wieder alles zurück. Da gibt es ganz schön viel. Also man muss auch dazu sagen, dass die Daten sind seit 2013, glaube ich. Also 2003 bis 2013 bis jetzt eben, also eben 14.000 Eintragungen. Also das ist schon ein schöner Datensatz. Und jetzt will ich immer so genauer wissen, ja was, also um was geht es denn da so? Dann kann ich natürlich auch nicht nur die Gesamtdaten zurückliefern, sondern nur den Teil. Zum Beispiel die Beschreibung. Und in der Beschreibung, ja, ist jetzt relativ lang, wird halt ein Array zurückgeliefert, wo dann halt die ganzen Beschreibungen drinstehen. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich will jetzt einfach nur wissen, in welchen Kategorien spielt sich denn das Ganze ab. Also ich nehme jetzt diesen Service Name und schaue, welches sind denn die gefährlichsten Sachen quasi, also laut Bürger. Da gibt es eben ein paar, also zum Beispiel jetzt eben, ja, hier sehen wir jetzt eben, natürlich irgendwie ein Ampeldefekt, klar, dass da irgendwie mal das Wort gefährlich vorkommt, ist irgendwie klar. Und ich kann hier eben am Query, wie man sieht, eben halt gruppieren, damit das Ganze halt nur eben halt, ja, einmal vorkommt. Und jetzt will ich aber zum Beispiel auch wissen, ja wie oft kommen denn die ganzen Sachen vor? Also was ist so wirklich das, die gefährlichste, also wo das Wort gefährlich vorkommt, in welcher Kategorie? Und jetzt schauen wir da mal nach. Und also, es wird manchmal überrascht, aber eigentlich war es klar. Es ist der Grünüberwuchs im Verkehrsraum. Dass das Gefährlichste ist, weil irgendwie so Glassplitter oder so, ja, das kann ja mal sein. Genau. Beziehungsweise kann es einfach natürlich auch sein, dass sehr oft halt einfach der Grünüberwuchs im Verkehrsraum gemeldet wird. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Weil irgendwie so Gehweg blockiert oder so ist schon wild. Und aber jetzt schauen wir mal natürlich auch an, wo denn der so ist, der Grünüberwuchs. Also ich verbinde es gefährlich mit dem Service Name Grünüberwuchsverkehrsraum. Ich vertippe mich heute ganz schön selten, das ist auch gut. So, ich liefere wieder immer alles zurück, damit ich das halt schön auf dem. Der Comparison-Operator fehlt. Also ich muss natürlich hier sagen, ist gleich Grünüberwuchs. Und genau,
sieht man jetzt halt auch, passiert auch viel in der Innenstadt natürlich. Und genau. So. Natürlich ist auch so, ich habe ja gesagt, es geht eben halt um Vortex-Suche, aber natürlich auch um Geo. Und also Punkte auf einer Karte zeigen, kann ich auch, brauche ich keine Geodatenbank dazu oder so. Aber natürlich kann ich es auch mit Bounding Boxes einschränken. Und das will ich eben jetzt zeigen, weil deswegen bin ich hier, sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn, wenn es nicht um Geo gehen würde. Ich habe bereits erwähnt, also dieses Logfeld enthält GeoJSON und eben GeoJSON wird eben automatisch indiziert in dem Geoindex. Und um das halt zu schauen, dass man jetzt sieht, dass das halt wirklich funktioniert, dieser Operator ist der gleiche wie in PostGIS für Boundingbox-Abfragen, wer sich mit PostGIS auskennt. Und jetzt nehme ich hier die, ja einfach halt nur einen Teil, dass man es halt schön sieht, dass es halt wirklich so eine schöne Boundingbox gibt. So, so, alle Klammern zu. Schauen wir mal. Ich habe mich irgendwo vertippt. Ah, ich habe hier einen Punkt vergessen. So. Genau, also man sieht eindeutig, in dem Bereich passiert jetzt was. Und natürlich, wie bereits erwähnt, ich kann es beliebig verbinden. Also ich will jetzt zum Beispiel, dass in der Beschreibung soll das Wort Baum vorkommen. Descript, ja, Dankeschön. So, genau. Das ist halt in dem Gebiet, kommt halt in irgendeiner Beschreibung das Wort Baum vor. So, das haben wir eben also Geo gesehen, Vortex gesehen. Dann als letztes will ich eben noch zeigen, man kann eben auch Zahlenbereiche abfragen und da, Moment, zeige ich es noch kurz. Also ich habe noch, also die, das sind relativ die Rohdaten eigentlich, aber ich habe noch unten, also das drittletzte von unten, ist ein Feld Time. Das habe ich einfach extrahiert vom, wann es eingetragen wurde, einfach immer halt die Uhrzeit. Weil ich wollte einfach mal zeigen, zum Beispiel, was wird denn eben zwischen 2 und 3 Uhr nachts eingetragen? Oder wird da viel eingetragen? Oder also was mich tatsächlich beim Ausprobieren, also beim Vorbereiten auf den Vortrag erstaunt hat, es wird tatsächlich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwas eingetragen. Und also ich kann sogar anfangen mit, was interessant ist, quasi genau um 2 Uhr. Also muss ich überlegen, es geht wirklich auf Minuten genau, also genau um 2 Uhr, wurden auch wirklich Sachen eingetragen. Also das ist schon, also ich weiß nicht, was jetzt hier so passiert. Genau, das habe ich auch gemerkt, also es werden oft so Laternen kaputt eingetragen, was natürlich nachts Sinn macht, dass man da halt dann feststellt, sie ist kaputt. Und jetzt schauen wir mal zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Da mache ich einfach halt, ja, ist, würde ich sagen, intuitiv, man macht halt größer gleich 2 Uhr und kleiner 3 Uhr. Und man sieht, ja, da wird ganz schön viel gemeldet. Also das ist genau. Meistens Laternen-Effekt. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas Witziges finde vielleicht. Ja, Straßenschild im Dunkeln, ja gut, aber gut, da wollte jemand heim wahrscheinlich. Und also nur kurz, um zu zeigen, also unter Tags zum Beispiel, also was ich, wenn ich jetzt sage, zwischen 12 Uhr, also da muss ich den Bereich ziemlich klein machen, weil das ist nämlich echt, also tagsüber wird ganz schön viel gemeldet. Also ist, wie gesagt, der Datensatz sind irgendwie 5 Jahre. Schau mal die 10 Minuten an, also es ist wirklich, ja, beeindruckend. Und ja, zu guter Letzt, wie sehe ich in der Zeit? Oh ja, das mache ich noch schnell. Was ich super witzig fand beim Ausprobieren, und zwar, ich habe mir überlegt, ja, irgendwas, ich baue noch irgend so einen den Brüller irgendwie, und leider, ich habe keinen richtig guten gefunden, aber ich fand es dann witzig, weil ich habe nämlich selber gedacht, okay, Hunde sind ja viele unterwegs, und wie wäre es denn eigentlich mit Hundekotspender? Das hört sich jetzt im ersten Moment ganz normal an, aber man muss sich überlegen, also es gibt einen Treffer, dass dieses Teil heißt Hundekot-Tütenspender. Also ein Hundekot-Spender ist es und da wird eben vorgeschlagen, dass man bitte einen Hundekot-Spender anbringen soll. Das fand ich ganz gut. So, zurück zu den Folien. So viel zum Demo. Genau, also man hat es ja schon gesehen, also ich kann eben beliebiges JSON einfügen und es wird automatisch indiziert. Eben Zeichenketten. Zeichenketten werden Volltextsuche, Zahlen werden Zahlenbereiche und GeoJSON kann ich mit Boundingboxen abfragen. Ich will es noch kurz zeigen, also die Technologie. Es ist in Rust geschrieben, wer dem nichts sagt, das ist eine Programmiersprache von Mozilla. Die ist eben schneller und sicherer und eben das bessere C und C++.
Jeder, der sich auskennt, weiß, das sagt jede Programmiersprache von sich. Aber man soll sich mal anschauen. Es ist tatsächlich, also es ist wirklich in der Region von C und C++. Ja, ich da kann ich einen Vortrag drüber halten, aber es ist wirklich, soll es man sich anschauen, wenn ihn interessiert. Das Backend ist RocksDB, ist ein Key-Value-Store von Facebook, ist auch sehr gut. Und API gibt es momentan für Node, also in JavaScript. Aber eben dank vorgestern haben wir schnell innerhalb von 5 Stunden einen API gemacht für Python. Es ist auch schon auf Pip, also es ist ein bisschen, also es ist super ineffizient bisher. Aber man kann eben jetzt schon machen, Pip install Noise oder Noise Search. Ich weiß nicht, wie es, weil das habe ich nicht gemacht, deswegen weiß ich, wie das Paket heißt. Aber das kann man finden und dann eben auch mit Python losstarten. Ich will jetzt eben noch kurz ein weiteres Beispiel, weil eben die Daten waren jetzt eben nicht wirklich verschachtelt in dem Beispiel. Aber der Datensatz war eben so cool, deswegen wollte ich den nehmen. Das ist ein Beispiel von meinem Phosphor-G-Vortrag in Boston. Da hatte ich eben Wetterdaten. Und man sieht jetzt hier, ist ein Auszug draus. Man hat jetzt eben halt relativ tief verschachtelt JSON. Und ich will jetzt zum Beispiel wissen, alle Daten, wo ein Gewitter möglich ist. Und hier zeige ich jetzt nochmal das Prinzip von Query by Example. Also, das ist mein Ausgangsprodukt, das will ich haben. Ausgangsprodukt, das will ich als Ziel haben. Und jetzt sage ich einfach nur, okay, es geht mir nur um das, ob Gewitter möglich sind. Das heißt, das andere streiche ich raus. Und dann sage ich einfach, okay, ich will alles, wo Gewitter gleich möglich ist. Das heißt, ich mache einen Operator rein. Dann mache ich davor einfach halt noch einen Find. Mache hinten dann noch, was ich zurückhaben will. Und fertig ist das ganze Query. Und so kann man eben sehr leicht seine Queries strukturieren und bauen. Und ja, muss eben jetzt nicht wie eine schwierige Query-Sprache lernen oder so. Genau. Und ja, wie sieht es denn so mit der Zukunft aus? Also es ist ein Open-Source-Projekt. Ich fand es eben, und jetzt hat es eben sogar noch, teilweise sogar noch mehr Zukunft, als ich dachte, weil eben sind beim Code-Sprint, eben der findet momentan im Basecamp statt. Da habe ich mit den Leuten von PyCSW gesprochen. Und ich habe eben nur, also das war tatsächlich so, wie es im Codesprint läuft, ich sitze an einem anderen Tisch und ich höre jemand reden, es reden ständig von Elasticsearch, die ganze Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, so, welche Gruppe ist denn das so? Und dann, aha, PyCSW und dann, naja, wollen die, will ich irgendwie dann für so ein kleines Projekt quasi irgendwie einen Elasticsearch-Cluster aufbauen und so, das ist ja irgendwie Overkill. Ich frage die mal, ob die nicht einfach ein Neues nehmen wollen, weil es passt irgendwie viel besser. Habe ich mit ihm gesprochen und dann haben sie gemeint, ja, sie brauchen in Python und dann haben wir uns eben am Tag drauf getroffen, das halt schnell reingehackt und ja, also das, sie werden es mal ausprobieren, also ob sie es wirklich nehmen, weiß ich nicht, das kommt drauf. Aber wir haben es mal eingebaut und die probieren es halt damit rum. Und ja, ich hoffe, dass das was wird. Und dann ist noch so, also ich arbeite bei einer Firma, die macht IPFS, das Interplanetary File System. Und dort ist natürlich so, wenn ich es kurz gefasst, ist es einfach halt nur ein verteiltes System für Daten. Aber irgendwann will ich in den Daten natürlich auch irgendwie suchen. Und naja, da gibt es bisher nicht so viele Lösungen für Peer-to-Peer-Suche. Da muss auch noch ein bisschen geforscht werden. Und naja, wenn ich bei der Firma arbeite und an einem Suchenetz gebaut habe, sehe ich die Chancen ganz gut, dass das da vielleicht auch eine Zukunft hat. Ja, und damit bin ich schon fertig. Ja, schon mal danke für den interessanten und auch sehr unterhaltsamen Vortrag. Es gibt sicher Fragen, deswegen gehen wir gleich zu den Fragen über. Die Filter, die du jetzt gezeigt hast, das war ja per und verknüpft, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ich gehört, was ist mit den Filtern? Definiert hast, die sind ja alle mit und verknüpft gewesen. Ja, gibt es auch die oder möglich? Nein, also oder geht auch. Also das, ich kann auch kurz, also es war jetzt nur eben halt, weil das halt irgendwie, Moment. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch, also ich habe noch, also was ich auch noch probiert habe, ist nämlich zum Beispiel, ich suche nach Sauerei oder ist eben der und, da gibt es leider keinen schönen, irgendwie, und mit Komma verknüpfen sich ganz schön schick und JSON-mäßig aus oder ist halt einfach, also sieht nicht schön aus, aber allerdings. So und ja, also gibt es nicht so viel Treffer, aber genau, das wäre dann, also genau. Okay, danke. Ja. Es kann auch, also wenn jemand irgendwie noch ein witziges Query vorschlagen will, können wir das auch gerne durchführen. Also statt Fragen stellen, einfach witzige Stichwörter.
Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, dann nochmal ganz herzlichen Dank an Volker für den Vortrag und dann wäre es die Zeit, den Raum zu wechseln. Danke.